Oh, willkommen zurück zu Part 25. Wir ziehen hier erstmal frohen Mutes weiter und gleich mal noch ein Angriff. Yay! Wir werden hier gerade in jeden noch so kleinen Angriff geraten. Haben natürlich aber Heilerinnen, wenn sie dann auch heilen. Sehr freundlich. Die das eigentlich aufhalten müssen. Die haben hier relativ viele Fernkämpfer diesmal. Aber irgendwie wollen unsere Leute das nicht aufhalten, so richtig. So. Aber es geht relativ gut, wenn die nur Fernkämpfer sind. Dann können die auch nicht unsere Heilerinnen alle aufhalten. Hahaha. da ist das um einiges besser. So. Wir haben wieder 3 Punkte. Besser gesagt, wir haben 2 Punkte. Und den setzen wir auch gleich hier ein. So. Jetzt haben wir wieder ein kleines Problem, weil da oben relativ viele Leute sind. Oh, und diese Tower sind so mächtig. Ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, wie mächtig diese Tower sind. Aber gut, wir haben unsere Heilerinnen, die sollten das regeln. So. Zack. Zack. Hoffen wir mal, dass jetzt hier nicht große Armee kommt. Und zerstören erstmal den Tower. So. Schön auf den Tower drauf. Wahahaha. So. Dann muss der sterben und wir werden gleichzeitig natürlich wieder angegriffen. Was auch sonst. Ich wollte so machen. Achso, ja gut, das war jetzt dumm. Wir müssen die. Ja, komm, back einfach rum. So. Die Heilerinnen sind wohl scheinbar tot. Komm, Leute. Die rennt doch schon vor denen weg. Künstliche Intelligenz sollte man da wohl mal zupflichten. Beipflichten. Da steht doch bestimmt auch ein Tower. Sicherlich. So. Die Heilerin. Ach, wir folgen einfach mal nicht. Okay. Und nee, hier ist kein Tower. Dann wieder zurückstürmen. Und da dann halten. So, erstmal die Heilerinnen ersetzen. Die hier gefallen sind. So. Und jetzt erstmal oben schauen, was hier eigentlich los ist. Ach, 2 Seitenkampf, okay. Dann erstmal die töten, die schneller fallen. Ich hoffe, die Heiler kommen nach. Aber wir haben ja eigentlich genug. Daher mache ich mir da jetzt keine Probleme. Weiter. Und du, wenn du kurz wartest, dass du dein Flammenschwert aktivieren kannst, ja? Dann bist du viel effektiver gegen Gebäude. Als wenn du jetzt so zuschlägst. Mann, jetzt greif doch mal. Doch, greif doch mal an. Dankeschön. Das ist sehr freundlich von dir. So, und der geht dann explizit auf die Gebäude. Ja, ich sag noch explizit auf die Gebäude. Okay, dann halt nicht. Wenn man da mit Taktik nicht weit kommt und so, dann muss halt mit Gewalt. Wie es scheint, haben wir ein Pferd verloren. Okay, aber damit kann ich leben. Wenn dann einfach auch noch die Leute folgen würden. So, da oben scheint alles vernichtet zu werden. Wir sollten mal, glaube ich, ein bisschen die Armee auch aufteilen jetzt langsam. So, zum Beispiel die ganzen Fernkämpfer. 2 legen wir auf 3 und die Fernkämpfer legen wir auf 2. Okay. Und ihr legt mal das da oben. 3, wie geht's euch da unten? Okay, ihr scheint Probleme zu haben. Die legt man dann mal um. Die Regeneration können wir verbessern, weil wir jetzt so viele Punkte haben. Und ihr kümmert euch mal. Nein. So. Schon so. Ja, genau, Bogenschützen. Das ist so viel klüger.
nicht den Bogen zu ziehen und erstmal die zu töten. So, jetzt auf den Tower. Volle Kanne drauf. Einfach drauf, dann fällt er schon wohl. Hoch. Wo ist der? Ach da. So. Der mit der Flammenfähigkeit. Der darf jetzt auch mal darüber rennen. Der wird wahrscheinlich gleich sterben, aber ist auch egal. Die rennen ja alle durch die Gegend. Wie sie das möchten. Der geht aufs Gebäude. Und ihr geht wirklich auf die, die auch lang rennen. Dann haben die auch schon mal keine Chance. Aufs Gebäude bitte. Dankeschön. So. Und ich würde sagen, was haben wir noch zu verbessern? Kanoniere, wo ich eh noch keinen habe. Machen wir mal noch Mönche. Okay. Drei Mönche. So. Wo ist mein Verteidigungstrupp? Nein, 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 das waren die Falschen. Das waren die Falschen. Drei ist der Verteidigungstrupp. Ihr rennt zurück. Heilerin folgt euch noch. Hier habt ihr die andere Heilerin. So. Und... du wirst zu dem, du wirst zu dem. Okay. Dann könnten wir doch mal einen machen... so. Da scheinen Dorfbewohner zu laufen. Die werden hier erstmal umgefeuert. Also es ist schon besser, wirklich, glaube ich, die Armee auch ein bisschen aufzuteilen, sonst habe ich immer das Problem, dass die nicht das machen, wie ich das möchte. So. Also hätten wir da oben schon mal geklärt. Und jetzt ist da unten dran... Das will ich noch in den Part quetschen. Und dann mal schauen. So. Ich weiß jetzt schon, dass ich noch ein paar Parts brauchen werde. Aber ich glaube, das ist okay. So. Alle tot. Drei geht mal da weg. Einen fetten wollte ich machen. Ihr und ihr. Was? Da kommen sie nur mit denen. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Das hatte ich auch noch nicht oft. Wow, wie die auch explizit... Ja, kommt! Kommt, 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 geht halt explizit auf die Heilerin, die Arschlöcher. Schön. Ah, ich liebe das. Ich das einfach nur liebe. Habe ich schon gesagt, dass ich das liebe? Wirklich dieser explizite Kampf. Auf die Heilerin zu gehen, ist echt eine gute Taktik. Respekt. Das würde ich auch so... Also, das würde ich genauso machen. So, hier wird es jetzt nochmal Tote geben, schätze ich. Mal. Wenn nicht sogar hier die Heiler Pferde draufgehen. Oh gut, schauen wir einfach mal. So, weil es sieht doch gut aus. Wir kommen voran. Der Feldzug geht weiter. Und das mit der Verstärkung schaue ich mal, wie ich das mache. Weil nützt mir jetzt auch nichts, wenn ich die wirklich so. Ich gehe. Da oben ist doch sicher auch nochmal was. Da erstmal die rankommen lassen. Und dann ran. Ja, da ist auch schon was. Wie ich mir das gedacht habe auch. Sterbt einfach. Und dann auf den Turm. Und eurer Kampfeswut nachgeben. So. Mhm. Das hätten wir auch.
Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich werde die mal zu 1 tun. Und euch zu. Ihr werdet 2. Da werde ich einen Bogenschützen, einen Heileren mit ranhängen und die Pferde werde ich mir holen. So. Wie sieht's hier aus? Auf den Turm. Würde ich mal sagen. Einfach voll drauf. Bis der Tower fällt. Und wir sind bei 10, das heißt ungefähr bei 10 Minuten. Wenn ich mich jetzt nicht irre, nochmal auf den Turm. Voll drauf. Und Kenji, bitte mal auf den Magier. Einfach draufhauen, die Punkte. Natürlich geben wir die auch aus. Ist ja nicht so. So, und noch einen Mönch. Der bekommt so 2. Du da, geh zurück. Geh einfach erstmal zurück. Lock den natürlich noch ein bisschen. Bis der Bogenschütze ihn trifft. Yes! Und dann lockst du ihn zu den Towern, dann sterben die einfach. Taktik! So. Und dann holst du dir einfach das Pferd. Dann holst du dir einfach das Pferd. So. Wie geht's da oben voran? Die scheinen hier gut voranzukommen. Wir rennen erstmal die Festung nieder. Ist natürlich das Beste. Erstmal schön die Festung abbrennen. Das ist ja immerhin eins der mächtigsten Gebäude im Spiel. So. Und damit hätten wir das hier. Ah, das mit den Punkten. Ja, wir können keine Mönche mehr holen. Ist natürlich ein bisschen schade, weil denn man kann ja nie genug Einheiten haben. Nie. Aber ich möchte jetzt auch nicht so waghalsig da hochschicken, weil die schaffen das hier wohl auch alleine. Daher, ja. Aber da scheinen die hier wieder unten anzugreifen. Mal schauen, ob die Verteidiger das halten. Also klar halten die das. Die haben sogar Verstärkung. Ja, was habt ihr vor, hä? Haha. Bisschen blöd, wenn man sich austricksen lässt, ne? Von den Leuten, die eigentlich uns austricksen wollten. So. Das Schöne an den Mönchen, ich weiß nicht, ob ich es gezeigt habe, ist ihre Fähigkeit, die Sentrance. Dadurch heilen sie Ausdauer wie Leben ganz langsam, wenn man sieht. Das ist relativ cool. Außer im Kampf, weil sie sind dadurch machtlos und können nichts machen und kriegen auch mehr Schaden, soweit ich weiß. Das ist dann ein Nachteil. So, wir lassen hier nichts stehen. Das wäre das Letzte, was ich wollte. Ihr könnt schon mal auf den Tower gehen. Du eigentlich auch. Die kriegen da wohl noch mal Besuch. Das heißt, ihr kriegt eine Heilerin. Und ihr habt auch eine Heilerin. Okay. Und die haben den Tower gelegt. Sehr gut. Das heißt, ihr legt jetzt den noch um. Okay, und dann geht ihr einfach auf den unteren Tower. Und schon hätte man das Problem gelöst. So, ich hoffe, die Heilerin geht jetzt nicht. Jo, sehr gut. Sehr gut. So. Ich weiß gar nicht. Halt sie. Nein, halt sie. Sie heilt sich nicht selbst. Tower, fall, bitte, fall, bitte, fall. Dankeschön. Sonst werde ich jetzt echt. Nein. Scheiße. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Puh. Das war blöd, meine Einheiten so aufzuteilen. Weil jetzt können sie alle nacheinander abschlachten. Blöd. Weil ich glaube, ich habe auch keine Heiler mehr. Doch, die eine auf dem Pferd. Er hat noch. Okay. Mal schauen, was es wirklich noch schafft, hier zu überleben.
Das wird interessant, ob sie... Ah. Haben sie echt gut gemacht jetzt. So. Und das meinte ich nämlich auch wirklich mit dem Aufreiben. So. Kommt da raus. Ich würde sagen, wir beenden den Part. Schon wieder. Ja, geht relativ schnell. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir wirklich nur noch die restliche Seite hier platt machen. Das müssten wir eigentlich im Part hinkriegen, oder? Schaffen wir. Deswegen sage ich, tschömmede, euer Mario.